da. Das Werbefoto. Ja. Glaubst du wirklich, dass sie jedes Mal ihre Piste so perfekt präparieren? Das könnte ein Photoshop sein, natürlich. Genau. The challenge is on. Ja, hallo. Genau. Also wir sind jetzt auf dem Rothorn. Rothorn. Ja. Genau. Und ihr habt auf eurer Homepage das Bild. Mit dem Matterhorn und dann so einen Skifahrer in grün. Das ist das vierte Foto. Vierte Foto. Ah. Okay, jetzt sind wir ja mega nah. Okay, schönen Tag noch. Tschüss. Und? Hey, das sind super, die von dem Maturismo. Die haben genau gewusst, was das für eine Piste ist. Rot Weng, dort vorne, die. Also, sehr gut. Dann gehen wir jetzt schauen, ob es wirklich so aussieht wie auf dem Werbefoto. Was so geil zum Skifahren heute. Hey, wow. Hey, das ist genau die Stelle. Ja, das ist genau die Stelle. Was machst du genau? Challenge time. Nein, aber können wir auch wieder Skifahren? Ich mag jetzt keine Challenge machen. Nein, wie du weißt. Werdet bei der Piste präparieren, die Schneeschichten von der Front- und Heckfräsen von der Pistengeräte gemischt und durch das Glättebrett eingeebnet. Glättebrett? Ja, genau. Das wäre das Glättebrett. So entsteht die charakteristische Form der Rille, die sogenannte Kartstruktur. Ah ja, aber wenn die passt, dann können wir jetzt weiterfahren, oder? Ja, jetzt Moment, ich muss noch messen. Entsprechend von der Farbrichtung von diesen Pistengeräten fällt dann auch die Rille entlang von der Piste oder entlang von der Falllinie. Und für was braucht man jetzt das Glättebrett genau? Der Rillenabstand ist immer gleich oder kleiner die Hälfte von der Breite von typischen Abfahrtschiss. Das bedeutet, dass du ein absoluter Freak bist, Noah. Können wir jetzt einfach weiterfahren? Bitte. Mindestens 1,5 cm Mindestdüte. Hey, perfekt, 1,8. So. Schau mal. Ja, das ist jetzt schon das Werbefoto, das kennen wir schon. Nein, das habe ich jetzt gemacht. Das ist nicht das Foto von der Webseite. Das hast du jetzt gemacht? Ja, nur dass meine Kamera nicht so gut ist. Okay, wow, super. Also, was sagt uns das? Challenge bestanden. Gut, dann können wir jetzt ein paar Schwünge in die perfekte Kartstruktur reinzeigen. Ich glaube, du kannst noch ein paar Stunden bei einem Skilehrer vertragen. Hey, du, der immer 30 Meter hinter mir bist, dann komm, lass. Das ist ein Sicherheitsabstand. Ja, aber der nächste Challenge.